In ganz Deutschland müssen Brücken saniert oder neu gebaut werden. Sinnbildlich dafür steht die Eisenbahnhochbrücke bei Rendsburg. Diese Brücke ist eine sogenannte Fachwerkkonstruktion. Und diese Fachwerkkonstruktionen sind sehr robust und können diese Lasten sehr genau abtragen. Und man konnte diese Fachwerke auch schon vor 100 Jahren so berechnen, wie wir heute die Brücken nur noch sehr kompliziert berechnen können, weil die Systeme sich so geändert haben. Das ist ein ganz einfaches System, aber ein immer taugliches System und sehr gut überprüfbar. Das Stahlbauwerk über dem Nordostseekanal wurde über 11 Jahre komplett saniert. Die Kosten dafür betrugen 170 Millionen Euro. Ja, die Herausforderung ist, eine über 100 Jahre alte Brücke unter laufenden Verkehr ertüchtigen zu können. Und zwar ertüchtigen zu können für die Lasten, die jetzt fahren, und damit wir dann auch für die Zukunft heißt 30 Jahre, sicher diese Lasten transportieren können. Eine große Herausforderung war, dass man unter Umweltschutzgesichtspunkten diese Ertüchtigung durchführen musste. Das heißt, man musste zusätzlich die ganze Brücke erst einhausen, und zwar so einhausen, dass wirklich nicht ein Stück Schmutzpartikel aus dem Bauwerk herausfällt. Man kann sich vorstellen, was das für eine Anstrengung ist bei dieser fast 3 Kilometer langen Brücke. So wie das Weltkulturerbe bei Rendsburg müssen im Laufe der nächsten Jahre zahlreiche Brücken saniert werden. Es bleibt die Herausforderung, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur zu erhalten. Nach dem Krieg hat man gesagt, wir bauen das erstmal neu. Und dann warten wir ein bisschen ab und gucken, nach 30 Jahren, dann werden die Bauwerke wieder instand gesetzt. Naja, die ersten 10 Jahre brauche ich gar nichts tun, die nächsten 10 Jahre gucke ich mal und dann werde ich mal ordentlich arbeiten. Dann merke ich, oh, hätte ich doch bloß das eine oder andere vorzeitiger gemacht, denn jetzt kann ich nicht mehr instand setzen, sondern ich muss einfach neue Teile einbauen. Tatsächlich ist das eine verfehlte Politik. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.